Hallo und herzlich willkommen von WOMADventure. Ja, schön seid ihr wieder dabei. Wir sind weiter unterwegs in den anatolischen Berglandschaften und es ist wirklich wunderschön hier. Und ja, lassen wir euch teilhaben an dieser Reise und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Bis später. So, das ist jetzt unser wunderschöner Platz an einem kleinen Bächlein. Und da im Hintergrund kommen schon wieder die Kühe uns besuchen. Also wir sind hier echt eine wunderschöne Landschaft. Einfach ein Traum. Angie hat wieder zu tun, den Camper zu beschützen. Is my family? Is my... Is it the eyes? Yeah, she's the mother. Oh really? Really? Father is in Morocco. Like, oh, yeah, you said yesterday. Da fährt er dahin, der Engländer mit seinem Defender. Er verlässt uns wieder, war ein netter Abend mit ihm. Seine Hunde sind auch sehr aktiv. Wir hatten viel Spaß mit den beiden kleinen Welpen. Und jetzt fährt er weiter seine Reise. Vielleicht auch an die ähnlichen Ziele, wo wir gestern waren. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Gute Reise! Oh, dem geht's Fell aus. Da kann man ein bisschen nachhelfen, dass er diese Wolle los wird. So, jetzt gibt es noch eine Fellpflege. Wir haben extra eine Bürste gekauft und treffen immer total verfilzte Hunde. Und wenn einer sich das gefallen lässt, so wie der kleine Kerl da, dann wird er gebürstet und geschrubbt. Und da gehen Massen von Wolle raus bei diesen Hunden. Oh, der genießt das. So, wir verlassen diesen wunderschönen Platz und fahren wieder Richtung Schwarzmeerküste, aber langsam treffen da auf Sebastian. Der ist an der Küste geblieben und jetzt stößt er eigentlich, fährt er uns mehr oder weniger entgegen und treffen wir uns. Also wir sind nicht die Einzigen, die ein ruhiges Plätzchen suchen, nur die sind da in Gesellschaft. Das sind übrigens nicht nur Türken, das sind alles Leute auch vom Nahen Osten. Ein bisschen rauszieht, aber wunderschön gerade da oben das Dorf. Ja, das ist doch, das sieht herrlich aus, die Kühe. Ja, heute ist Samstag. Es ist ein bisschen viel Gegenverkehr. Nach 200 Meter rechts abbiegen. Geplant sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Oh je, zum Kreuzen zu eng, da ist noch ein Fels. Dürfte gehen. Das geht sogar gut. Guten Willen, ne? Ich wollte gerade was sagen, aber ja, wunderschöner Ausblick hier hoch da. Also überall so kleine Dörfer. Herrlich. Sieht das nicht toll aus? Wie ein malerisches Bergdorf. Ja, guck mal an da vorne, der Sebastian, hey, der ist schon da, der ist aber durchgebolzt. Hey. Ja. Schön. Von dir her? Ach ja, sowas aber auch. Wir sind erst vor einer halben Stunde abgefahren. Ach so. Ja, wir haben gedacht, ihr dürft ruhig ein bisschen länger fahren. Wir waren schon so lange unterwegs. Also ich habe zwei Sehenswürdigkeiten, die sind da vorne rechts runter. Eine Brücke und eine Kirche. Okay. Aber noch 10 Kilometer und da können wir dann übernachten. Wir haben uns verfahren, wir sind da ins Dorf rein, aber da ist Sackgasse, also wieder hoch. Also dann lassen wir den nächsten Guide, der uns dahin führt, der Sebastian. Ich habe es da verkackt. Mein Navi hat sich eben aufgehängt. Tollere Aufnahmen. Das sieht geil aus. Extrem steil. Wow.
jetzt sind wir dran. Extrem steil. Aber geht super, auch ohne Sperren. Wir sind 2 Tonnen schwerer. Die Kühe sehen zum ersten Mal so ein Ungetüm. Die haben natürlich ein bisschen Angst. Wir haben echt eine geile Piste gefunden. Voller Nebel, man sieht kaum was, aber zum Glück ist die Piste trocken, weil sonst wäre es zu gefährlich, weil es geht ziemlich steil runter in eine Piste. Aber da unten ist jetzt die Teerstraße. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Weinen oder lachen. Aber es ist schon ziemlich holprig da. So, wir sind fast aus dem Nebel. Er ist jetzt oberhalb von uns. Jetzt sehen wir endlich wieder was und sind gleich am Ziel. Hier sind wir in einem Urdorf. Die sind über 100 Jahre alt. Und Kirchen. Wunderschön. Also hier sind wir wohl an einem der ältesten Dörfer, die noch richtig erhalten sind. Man sieht auch, dass Touristen kommen. Hier in diesem Bergdorf sieht man an einem Haus gleich 4 verschiedene Bauweisen von Steinen, Schichten, Fachwerk. Die sind sehr alt und sehr interessant, die Häuser. So, unter anderem wegen dem Teil sind wir hier, eine osmanische Brücke. Wir haben einfach den Weg nicht gefunden und sind quer durch, runter. So, da haben wir sie, die Brücke von den Osmanen gebaut, ziemlich sicher. Genau der gleiche Beispiel hat es in Bulgarien, die Devil Bridge. Die habe ich besucht vor etwa einem Jahr, 14, 15 Monaten. Könnt ihr auch angucken im Video, Devil Bridge. Oh, schon toll, diese alten Brücken. Wir hatten jetzt eine Wanderung von dem Dorf hier gemacht, zu dieser alten osmanischen Brücke. Und hält sie? Ist noch stabil, hält noch mal 100 Jahre, oder? Yeah. So, wir sind wieder im Dorf. Es gibt 2 Wasserstellen. Eine ist hier, weiter oben. So, und das ist eine Kirche, wieder einmal mehr, auch von den Griechen erbaut. Die waren 15. Jahrhundert, haben die angefangen, beziehungsweise 16. Und dann haben sie, hier gelegt, bis etwa ins 20. Jahrhundert. Das Osmanische Reich haben die Leute friedlich zusammengelebt und dann wurden sie vertrieben. Und jetzt sind keine Griechen mehr da. Ja, und hier ist die 2. Wasserstelle mit extrem viel Wasser. So, das war unser letztes Übernachtungsplätzlein und die Türken kommen da auch schon und frühstücken draußen. So geht ein Familienausflug auf Türkisch. Da interessiert niemanden, wie man sich anschnallt oder so. Die ganze Family hat Freiluftfahrzeug. So, wir sind schon wieder unterwegs, den gleichen Weg zurück, wieder hoch. Weil der Sebastian will ein bisschen Offroad fahren in den Bergen. Jetzt machen wir nochmal eine Tour, 50 Kilometer. So, gibt wieder ein paar schöne Aufnahmen da. Wir kämpfen uns langsam hoch da. Da ist alles betoniert. Ein paar richtige Bodenwellen. Direkt Schlagab. Ja, mit der langsamen Fahren. Ja. Sonst jucken wir noch den Berg runter. Von der Seitenansicht so gut wie es geht. Wieder eine kleine, schöne osmanische Brücke. So, da kommt der Sebastian. Ich muss ihn schnell überholen. Ja. Neue Teerstraße da hoch. Ey. Wir sind jetzt über 2000 oben. Jetzt steil, über 20 Grad. Ey. Da
ist übrigens eine Motorbremse Gold wert, weil die meiste Energie wird mit der abgebremst. Ausfährt, dann seht ihr auch ein bisschen mehr, wie das so zu und her geht mit dem Fahrzeug. Jacques Mourdere ist unser Ziel, das erste Mal. Eines der vielen Dörfer. Leute am uns, sie begrüßen uns, wenn sie uns sehen. Auch das gehört dazu. Wird es mal ein bisschen enger, aber hat genügend Platz. So, eine nach dem anderen über die Brücke. Hauptroute verlassen, jetzt geht's wieder den nächsten Pass, den wir da fressen werden. Jetzt könntest du die Drohne nach vorne nehmen, da. Ja, nimm doch die Drohne. Waren jetzt ein paar Drohnenaufnahmen von dieser steilen Hochpiste hoch. Das ist extrem steil. Das ging nur im ersten Gang. Ich suchte 1,5. Er ist gerade wieder zusammengesackt. Keine Chance. Hier im Hochland, wo fast keine Touristen mehr hochkommen. Diese Grabsteine sind da. Da oben zugedeckt. Wahnsinn, ey. 1930, 12. Ja, das ist der Hammer, ey. 1931, ey. Deckel ist weg. Jetzt gucken wir mal, ob da noch einer drin ist. Nee. Also, das ist auch History. Das ist ja Wahnsinn. Sogar bis 85. Hier ist eine 96 sogar. Offenbar sind das Familiengräber. So, die Reise ist erstmal fertig. Wir sind da in eine Nebelwand reingeraten. Man sieht ja noch 20, 30 Meter und mehr nicht. Und wir müssen jetzt da eine Ackerpiste dann hochfahren und dann geht es ganz steil runter in die Zivilisation zurück. Aber jetzt warten wir mal, bis der Nebel sich. Guten Morgen, das ist jetzt Morgenstimmung hier am Berg. Wir sind gerade aufgewacht und die Hunde brauchen ihre Gassi-Runde und wir haben wieder Begleitung von einem anatolischen Hirten und der ist da mit uns unterwegs. Es gibt nicht viele Menschen hier. Ab und zu kommt ein Motorradfahrer, aber sonst
sonst ist es absolut einsam. So, neuer Morgen. Der Morgen war super, wunderschön, aber jetzt kommt der Nebel schon wieder. Wir sind eigentlich zu spät dran. Jetzt müssen wir ja, versuchen, den Nebel davon zu fahren. Möglichkeit gewesen, ins Tal zu fahren, aber Sebastian hat noch nicht genug. Also fahren wir noch mal 10 Kilometer, aber dann definitiv ins Tal runter. Da kommt wieder eine kleine Fjord, da sollte man immer mit der Achse parallel runterfahren. Tja, auf solchen Pisten kann auch mal was lose werden. Der Sebastian muss seine Staukiste am Dach wieder festschrauben. Hast schon geschafft jetzt, oder? Und immer wieder hilfsbereite Türken, die uns sagen, wo es lang geht, was los ist. So, der Sebastian fährt jetzt direkt rein in die Schafherde. Die blockiert hier gerade die Straße. Wohin denn nun, ihr Schäfchen? Ha? Ich glaube, euch gefällt es da auf der Straße. Oh, jetzt ist es ein bisschen frei geworden. Das wollte ich. Ein paar liegen da. Dörflen, sogar mit einem Bach, der geschützt ist, gegenüber steht. Das ist eine andere Welt da. Flusslauf neu, da muss es ziemlich Überschwemmungen gegeben haben vor langer Zeit. Das hat Geld gekostet, rechts und links Betonwand und der Fluss, der kann nicht schön da drin fließen. Jetzt aber schnell, dass du mitkommst. Zurzeiten, hey, das sind die historischen Gebäude, wie sie mal früher auch waren, vielleicht die Dächer. Vielleicht anders.
So, wir suchen unsere Schlafplätzchen da unten bei diesem kleinen Bächlein am liebsten. Mal gucken, ob er nicht stinkt. Wo da hinten wird es ein schönes Plätzchen geben. So, wir haben unser Plätzchen gefunden und zwar da genau an diesem kleinen Bächlein hinten, schöne idyllische Felswand. Das ist Türkei, ja? Da kommt einfach einer aus dem Nirgendwo angefahren und schenkt uns Birnen. Jetzt fährt er wieder weg. Türkisch. Unglaublich. Ja, wir stehen auf in der Früh und früh morgens gleich Kangal-Besuch. 3 Kangals sind hier unterwegs, ganz alleine von der Herde weg und besuchen uns. Oh, ich bin noch gar nicht wach. Hallo. Komm. Ja, und was wird diesen Hunden nachgesagt, wie gefährlich sie denn so sein? Wir haben das hier nie erlebt. Die Hunde sind total toll. Traumhafte Hunde. So, Frühstückstisch mit 2 Kangals und dahinter die 1000 Schafe. Die ganze Herde ist dabei. Sebastian hat gestern ein bisschen Mühe gehabt, weil bei ihm so viel umschalten ist. Wir haben uns auch auf den Stürzen. So, das war es wieder. Ja, im nächsten Video sind wir noch kurz in der Türkei und dann geht es rüber nach Georgien. Ja, also schön wart ihr dabei und Daumen hoch und danke fürs Zuschauen. Bis bald einmal.